Guten Morgen. Es ist tatsächlich sehr früh am Morgen und ich kann, wie man so schon sagt, kaum aus den Augen gucken. Dieses Workout heute widme ich allen gerne spät zu Bettgeherinnen und lange am Laptop Arbeitende, weil in dieser Woche ist der Tag des Sehens und wir machen heute ein schönes Augentraining. Denn Fehlsichtigkeit ist häufig die Ursache schwacher Augenmuskeln und das lange auf dem Laptop schauen, ja, ist eine einseitige Belastung für die Augen und die Muskulatur fährt runter. Und du weißt, was mit runtergefahrener Muskulatur passiert, sie baut ab. Heute trainieren wir die Augenmuskeln und wir entspannen die Augenmuskeln. Wir haben 10 Übungen vor uns und alles, was du brauchst, ist ein Fenster tatsächlich. Und los geht's. kleiner Spoiler. Es ist natürlich ein etwas anderes Training. Ich werde hier nicht 10 oder 15 Minuten mit den Augen vor dir rumrollen, sondern ich zeige dir die Übung vor. Du machst sofort mit, machst eine kurze Pause und rollst deine Augen alleine. Los jetzt! Erste Übung ist ein schönes Blinzeln, ist eine Entspannungsübung. Stell dich mal aufrecht hin. Tatsächlich ist eine gute Körperhaltung, aufrechte Körperhaltung immer hilfreich, auch für eine Augengesundheit. Auf geht's! Links und rechts im Wechsel die Augen zusammen, also schließen, zusammenschließen. Oh Gott, geht ja schon mal gut los hier. Ja, also hier bin ich noch bei dir auf jeden Fall. Was hier passiert ist, das Auge wird schön mit Tränenflüssigkeit benetzt und die ist wichtig. Okay, links und rechts, 5 bis 10 Mal haben wir durch. Fertig. Übung 1, check. Übung 2 ist auch nochmal Entspannungsübung und die mache ich jetzt nicht vor dir, weil das ist dann der Untergang. In dem Video, in dem man gähnt, I don't know. Aber tatsächlich ist Gähnen die zweite Übung. Also wann immer es dich verlangt zu gähnen, do it. Denn die Tränenflüssigkeit wird auch hier ja, besonders aktiviert und benetzt eben das Auge. Und das ist wichtig, um Schmutzpartikel abzutragen. Und ein ausgetrocknetes Auge ist natürlich gereizt, das wollen wir nicht. Also hoffentlich funktioniert jetzt, wenn ich dir sage, gähne mal bitte. Ist das ja eigentlich so ein guter Trigger, dass selbiges auch passiert. Los geht's. Stopp und jetzt gähnen bitte. 2, 3, 4 Mal so richtig herzhaft und have fun. Sehr gut, weiter geht's. Übung 3 ist eine weitere Entspannungsübung und zwar machen wir eine Augenmassage. 3 Finger sind nötig. Daumen und Mittelfinger platzierst du mal bitte hier an der Nasenwurzel und der Zeigefinger geht hier zwischen die Augenbrauen. Letzterer wird gekreist und mit Daumen und Mittelfinger übst du Druck aus auf die Nasenwurzel. This is it. Kleine Kreise machen, ist völlig Wumpe, in welche Richtung. Und das machst du ungefähr 30 Sekunden. Na gut, an der Stelle bleibe ich auch noch bei dir. Das ist akzeptabel. Okay. Naja, ein paar Sekunden haben wir noch. Das kannst du tatsächlich auch super im Sitzen einfach mal einfließen lassen. Zwischen 2 E-Mails. Check. Sehr gut. Übung 4. Dabei kommen jetzt die Augäpfel in Action. Und zwar machen wir Folgendes. Gleich, wenn du die Augen geschlossen hast, blickst du, ohne was zu sehen, nach oben, nach unten, ganz weit zu einer Seite, nach rechts und ganz weit nach links. Dann schräg hoch, einmal die Diagonale nehmen und die andere Diagonale ebenfalls. Check. Wie gesagt, jetzt die Augen schließen, also erstmal Pause drücken, Augen schließen und diesen Stern, diese kleine Schneeflocke, einmal abzeichnen. Ja? Also nicht nur einmal, 1 bis 3 Mal, wie du möchtest. Los geht's. Check. Weiter geht's. Jetzt kommen wir zum Training der Sehkraft und dein Fenster kommt ins Spiel. Du avisierst mal bitte dein, dein Fensterbrett. Nicht dein Fensterbrett, dein Fensterkreuz. Oh Gott, ich habe tatsächlich gar keins. Ich habe hier eine Jalousie, die schaue ich an, die fixiere ich. Ganz aktiv, ganz bewusst
eben darauf schauen, das kurz halten und dann löst du den Blick und schaust aus dem Fenster raus, sehr viel weiter. Was hier trainiert wird, wird die Adaption auf nah und fern, was ja bei Laptop-Arbeit natürlich überhaupt nicht gegeben ist. Und dann entsteht auch eine Ermüdung. Oh Gott, siehst du? Bei müde schaltet schon alles aus hier. Okay, gut. Das machst du 5-mal, immer im Wechsel. Einmal auf das Fensterkreuz blicken oder eben die Jalousie. 21, 22. Und dann blickst du viel weiter raus, 21, 22, ganz aktiv und bewusst wirklich dir auch Punkte suchen, die du dann avisierst. Check, Übung Nummer 5. Yes. 6, trainiert ebenfalls die Sehkraft und zwar zeichnen wir liegende Achten. As simple as this, also man könnte auch sagen Endloszeichen. Ja. Zeichne die so groß wie möglich und du kannst die Augen geöffnet lassen oder du schließt sie auch wieder. Was ich dir jetzt an der Stelle einmal empfehlen würde. Pause und los geht's. So lange, wie sich's gut anfühlt. 5-mal bis 10-mal. Los geht's. Alright, check. Übung Nummer 7. Trainiert auch nochmal die Anpassung. Also die Nähe und Ferne, das machen wir wie folgt. Hände mal schließen, Thumbs up, bis hierhin lief es schon mal gut. Gib dir einen Daumen hoch, ach, was kostet die Welt, lass es einfach 2 sein, wa? Okay, du fixierst mal bitte die Daumenkuppe und ziehst die Daumen ran. Blick schön halten, ja, man schielt, I know. Ach komm, die Kante gebe ich mir her, das mache ich. Einmal richtig dumm aussehen, ist super. Okay, ranziehen, immer noch die Daumenkuppe betrachten. Jetzt die Arme langsam wieder strecken, immer noch ganz stark fixieren. Und jetzt öffnest du die Arme und schaust so weit wie möglich. Bei mir ist es ebenfalls wieder aus dem Fenster. Arme schließen und ranziehen und wegschieben und öffnen. Ja, das machst du auch 5 bis 10 Mal. Und los geht's. Gut. Alrighty. Übung Nummer 8 ist auch nochmal eine Akkommodation. Wir machen Folgendes. Ah ja, richtig, jetzt fällt es mir wieder ein. Das ist super. Nimm mal deine Arme nach vorne. Du fixierst die Handflächen, also du schaust auf den Mittelpunkt und öffnest jetzt die Arme. Versuchst so lange wie möglich beide Fingerspitzen, also Mittelfinger, Fingerspitzen, zu betrachten, im Blick zu halten, geht natürlich nicht, weil du öffnest ja die Arme immer weiter. Und irgendwann ist ein Punkt, da schaust du dann geradeaus und die Peripherie übernimmt, der periphere Blick. Und du öffnest weiter auf, die Arme zur Seite, 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 siehst aber immer noch ganz aktiv die Hände an, ohne hinzublicken. Macht das Sinn? Ja, irgendwie schon. Und jetzt schließt du langsam wieder und irgendwann übernimmst du wieder den Punkt und siehst du wieder deine Fingerspitzen. Naja, es war eine aufwendig kompliziert erklärte Übung, aber eigentlich ist die ganz leicht. Los geht's. Also ich bleib bei dir. Mach keine Pause, mach einfach mit. Okay, betrachten, Fingerspitzen, Fingerspitzen, Fingerspitzen und jetzt weiter die Arme öffnen und langsam wieder schließen. Wir trainieren das Sichtfeld. Wir wollen ja auch links und rechts noch was sehen. Und schließen. Und eben den Blick auch zur Seite haben. Die Antennen, wie ich immer sage, weil der Blick ist ja vorne. Und die Antennen habe ich aber. Natürlich sehe ich hier meine Hände, obwohl ich hier gar nicht hingucke. Und dieses Sichtfeld wollen wir natürlich schön geöffnet lassen und das muss auch trainiert werden. Die Übung kannst du auch wunderbar im Sitzen machen, so oft du möchtest. Ja? Und schon einmal einschieben zwischendurch, auch hier wieder zwischen 2 Mails. Ist super, ja? Also probier es mal aus. Check, das häufiger auch in deinem Alltag einzubinden. Right, Übung Nummer 4. Nummer 9. Oh Gott, es ist wirklich noch früh, ich sagte es bereits. Ich war schon ein Stück weiter. Übung Nummer 9, da haben wir 4 Punkte, da war die 4, die wir betrachten und zwar wie folgt. Stell dich weiter aufrecht hin
Kopfhaltung geradeaus. Schau mal ganz weit zu einer Seite, nach rechts. Fixiere einen nahen Punkt. Schau jetzt nach links zur anderen Seite. Fixiere einen Punkt, der ein bisschen weiter weg ist. Geh nochmal zurück. Auch hier wieder einen Punkt suchen, der noch ein bisschen weiter weg ist. Und zum Schluss ist der weiteste Punkt. 4 Punkte von nah nach fern. Auf geht's. Ich mach's doch mit dir. Ich kann dich nicht alleine lassen. Ich bleib immer bei dir. Okay, weiter wegblicken und ganz weit weit. Oh Gott. Naja, die Grammatik geht halt wieder flöten. Ist halt so. Okay. Rechts nah. Links mittel. Rechts fern. Links sehr fern. Okay. Gut. Einmal machen wir das noch. Ganz bewusst immer einen Punkt fixieren, ja? Nicht nur so random einfach mal den Kopf wenden, drehen, sondern wirklich die Punkte suchen. Und das Ganze geht natürlich auch rückwärts von fern nach nah. Also make it fun, mach es zu deiner Übung. Alright, und es ist schon die letzte im Angebot, Übung Nummer 10 von 10. Nochmal eine Entspannung. Reib mal deine Finger. Jetzt kommt was Schönes. Wir erwärmen unsere Fingerspitzen. Und schließen mit einer schönen Entspannungsübung. Und auch diese kannst du easy peasy mal zwischendurch einfließen lassen. Fingerspitzen sind warm. Und jetzt legst du die Hände auf die geschlossenen Augen. Das Ganze nennt sich Palmieren. Und die Wärme ist natürlich angenehm für die Augen. Und wenn du jetzt die Augen geschlossen hast und das eh schön dunkel ist, stellst du dir zusätzlich noch die Farbe Schwarz vor. Du blickst jetzt einfach nur auf Schwarz und genießt die Wärme, die auf deine Augen einströmt. Hier bleiben wir zwischen 20 und 30 Sekunden. Und ich rede einfach weiter, weil du kannst mich ja nicht sehen, aber ich bin noch da. Okay. Und wir lösen. Sehr schön. Sind deine Augen jetzt erfrischt oder sind sie erfrischt? Ja, meine sind auf jeden Fall, es sind anders. Sie sind, ich kann nicht gerade sagen wacher, aber es fühlt sich irgendwie anders an als vor diesen Übungen, definitiv. Kleiner Tipp noch. Wie du ein Trainingsequipment kreieren kannst und dir damit eine kleine Übung permanent ermöglichst, wenn du am Schreibtisch sitzt. Loche mal ein Blatt Papier, das kannst du ein kleines bisschen ausschneiden, ja, so ein kleines Quadrat, kleb das an dein Fenster und dann hast du hier also, ja, wie mit einer Lupe gehst du durch die Linse, so da wollen wir durchblicken und ich bin noch da. Keine Sorge, den Punkt, den klebst du auch ans Fenster. Kann ja so einen Meter ungefähr auseinander sein. Und wenn du sitzt und einfach mal kurz den Blick lösen möchtest vom Laptop, vom Schreibtisch, schau doch mal ganz intensiv durch dieses Stanzloch, durch, so weit wie möglich, ganz konzentriert durchblicken und dann danach adaptierst du auf die Nahsicht, indem du nämlich auf den Punkt schaust. Ganz, ganz easy, aber wenn es denn da schon mal hängt, dann nutzt man es eben auch und so wird man auch gut daran erinnert, sich auch immer mal wieder der Augengesundheit zu widmen. Ich wünsche dir einen tollen Arbeitstag oder was auch immer du heute vorhast. Schön, dass du mitgemacht hast und hab einen schönen Durchblick. Tolle Woche. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Bis dahin. Tschüss.